Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist da, liebe Freunde, es ist endlich da. Der erste Teil des Countdowns ist vorbei. Star Wars Battlefront, the new one. Es ist hier, wir können spielen. Und deshalb fangen wir auch gleich einfach mal an. Ich habe es noch gar nicht angespielt, tatsächlich. Ich habe es gerade erst frisch installiert. Und werde jetzt hier einfach mal... Erstmal also überspringen. Und ich werde einfach mal jetzt das Ding einfach... machen. Ich will jetzt einfach spielen hier. So. Weil ich habe zwar Beta gespielt, aber mehr auch nicht. Genau habe ich irgendwie 4 oder 5 Stunden von der Beta spielen können. Allerhöchstens. Wenn es nicht sogar nur 2 waren. Ich weiß nicht. Das war unglaublich wenig, weil ich erst am letzten Tag der Beta wieder daheim war, wieder die Möglichkeit hatte, es zu spielen. Dann musste ich erst die 10 GB runterladen. Oh Gott, war das... Oh mein Gott, ja. Aber jetzt, ich bin ein klein bisschen aufgeregt bei dem Spiel, weil es hat mir in der Beta schon tierisch Spaß gemacht. Und werde jetzt trotzdem einfach dieses Tutorial hier starten. So, das scheint unser Kollege zu sein. Okay, ich habe meine Runde gedreht, keine Aktivitäten. Verstanden. Kannst du noch eine drehen? Unsere Scanner zeichnen wegen der Meteoritenaktivität jede Menge Interferenzen auf. Alles klar. Okay. Da fällt was, wie ich sehe. Und es sieht einfach unglaublich schick aus, muss ich sagen. Du, meine Güte. R2 behauptet, seine Scanner empfangen falsche Synchro. Signale. Hier ist Prinzessin Leia. Sie wird wissen, was zu tun ist. Falsche Synchro, Freunde. Such die Umgebung nach Aktivitäten ab und sei vorsichtig. Das war die richtige Synchro. Wow. Okay. Rücke jetzt zur angegebenen Position. Jetzt kommen wir hier. Wie kam ich denn hier nochmal aus der Kamera raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr, wie ich... Also, oh, ein Snowspeeder. Wie ich hier aus meiner Ego-Perspektive herauskam. War das Q? E? R? T? Ich weiß es nicht mehr. Na gut. Spielen wir das Ganze erstmal im Ego-Modus. Durchquere das Gebiet und finde einen besseren ja. Aussichtspunkt. Ich habe Battlefront immer gerne im... Extermodus gespielt. Ha! Ja, zu spät. Gute Arbeit. Ja, sehr schön. Es blendet alles ein klein bisschen. Ach, C! Halten. Okay, ha! Guck, kick and see. Da ist er. Habe ich ja immer lieber gemacht als Ego-Modus. Weil vielleicht bei dem Spiel jetzt muss ich mir das mal genauer durch den Kopf gehen lassen. Kann ich mich hier rollen? Wahrscheinlich nicht. Kann ich mich öfter hinschmeißen? Über Battlefront auch nicht. Da ist der Droide. Lass ihn nicht entkommen. Kaputt. Juhu. Gute Arbeit. Alles klar. Sehr schön. Oh ja. Wir kriegen das erste Granätchen. Sternenkarten, ja, okay. Bewegen wir uns mal darüber. Gucken wir mal rein. Mal hier in den Ego-Modus, weil ich einfach gerade gar nicht weiß, wie ich es denn hier spielen soll. Oh, guck mal da. Eins, Sternenkarte einsetzen. Ach, was schön. Setz eine gute Arbeit. Ja, hol dir das Power-Up. Oh ja, ein Power-Up. Genau, das ist ja auch neu jetzt bei dieser Variante des Battlefront. Es gibt Power-Ups. Was ist es denn? Eine intelligente Rakete. Smart Rocket heißt das Ding im Endeffekt. Rüste die Waffe aus und neutralisiere den Droiden. Fum. Das finde ich ein bisschen übertrieben für den Droiden. Danke, dass du uns geholfen hast. Ja, schön mit dem Schnee hier wieder auf die Waffe fällt. Das ist extremst geil. Wow. Tu es oder tu es nicht. Ich habe das Tutorial gespielt. Wunderprächtig. Ja, verlassen. Wir nehmen erstmal das, ist mal das nächste. So. Jetzt lädt er wieder. Ich würde tatsächlich gerne vorab spielen. 10 Aufgaben für den ersten Tag. Vollständiger Guide. Gucken wir es mal an. Ist das? Ach so, nur Tricks. Nee, das will ich nicht. Das wird zu öde.
So, Mission 502 Spieler. Training. Einfügung in die Kernmechaniken. Ich glaube, die werde ich mir so einzeln angucken. Überleben. Ich werde mir mal Überleben hier antun. Und zwar, in der Beta konnte man ja schon Tatooine spielen. Ich finde aber tatsächlich, ich würde mir gerne mal Sulust antun. Den konnte man ja in der Beta hier noch nicht spielen. Tatooine ja schon. Ich fand es aber ein bisschen schade, weil es war sehr, sehr gebirgslastig. Sulust hingegen kann ich erstmal gar nichts mit anfangen. Auftrag. So, eine Gruppe von Rebellen soll einen Imperialfesten auf dem darf man Sulust infiltrieren, um dort für die Rebellion lebenswichtig plötzlich zu stellen. Nach der erfolgreichen Bergung der Dokumente wird die Gruppe entdeckt und du musst jetzt durchhalten, bis Hilfe antrifft. Viel Glück und möge die Macht mit dir sein. Okay, wir spielen dann mal auf normal. Ich möchte das gleich auf Solo spielen. Normal ist ja. Ach ja, genau, richtig. Falls ihr übrigens immer Bock habt, hier mit mir in Koop-Partnerschaft zu treten bei diesem Spiel, bitte. Es funktioniert auf dem gleichen Wege, wie wie ich es schon in Empire at War gesagt habe. Einfach per PN melden und ich werde euch dann dementsprechend anschreiben, wenn ich denn was gefunden habe, weil wir mal was zocken. Bin ich gerne für offen und würde auch bei euch machen. Ob das jetzt privat ist oder ob das einfach oder ob es hier so mal mit Aufnahme ist, können wir dann schauen. Ne? Aber erstmal so als grundlegende Entscheidung von euch. Nur wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Und man sieht schon, es gibt eine ganze Reihe neuer Blaster. Den DLT, die... oh Gott. Ich bin eigentlich schon in E3. Ah, Mann. Ich bin eigentlich schon fast fürs E11. Was am liebsten mag. Shockblaster. Ja, schön. Die war scheiße, das weiß ich. Also, ich fand die scheiße. Schwerer Blaster, Präzisionsgewehr. Ja, okay. Nee, komm, wir nehmen einfach mal, wir sind einfach mal Meisterschütze, Soldat, Juntopi. Ich habe keine Ahnung. Nimm mal das. Das da. Ja, okay. Versuchen wir es mal. Geschafft. Wir haben ihn. Okay, weg hier. Da laufen auch unwesentlich wenig Sturmturm rum. Ja, gut. Ich würde sagen, der Typ hat's vergeigt. Der hat aber massiv vergeigt, der Kollege. Gute Arbeit bei der Bergung der Pläne. Wir kommen, um sie abzuholen. Aber bis zu unserer Ankunft müssen sie die imperialen Truppen abwehren. Kann ich die sichere Position stücken? Ja. Ha, ho, ho, ho. Wie cool ist das denn? Ich kann einen Turbolaser bemannen. Na, wo kommen sie denn? Das Imperium hat seine Suchdroiden geschickt. Wir erfahren feindliche Signale. Hm? Ja, okay. Scheine aber getroffen zu haben. Ah, wo schießt es denn hier? Ach Mann. Ich krieg davon da gar nicht. Ich will auch hier nicht raus. Du Sack, du. Na gut, ausnahmsweise. Weil ich heute einen freundlichen Tag habe, komme ich mal aus meinem Geschützturm raus. Na, wo ist er denn? Ich sehe ihn doch gar nicht. Bin ich blind? Ach, guck mal da. Ich bin blind. Die Entscheidung ist relativ einfach. Ich bin blind. Bergungsobjekte. Nur von 5. Ah, da, guck mal, Bergungsobjekte. Ich glaube, ich kann mal Bergungsobjekte holen. Was soll man die hier bringen? Aber da ist eins. Ist hier auch eins? Was? Von wo schießt es? Klappe da unten. Imperiale Einheiten besiegt. Ja. So, was bin ich? Ach, jetzt bin ich auch noch eine Frau, Freunde. Unmöglich. Imperiale Einheiten. Unmöglich. Ach so, ich habe hier auch noch diese ganz wunderbaren. Diese Schocktruppen haben schwere Blaster. Ja, lass mal schwere Blaster haben.
Die können mir doch sowieso nichts. Sind doch einfach viel zu schlecht für mich. Kriegen ja gar nicht hin hier. Wisst ihr, wie ich Battlefront spiele? Was? Von wo schießt es? Wo bist du? Komm her. Komm und zeig dich. Oh, ich darf hier nicht hin. Was soll das denn bitte? 4, 3, nein! ja. Okay, es war sehr unnötig jetzt gerade. ja. Dieses Bergungsobjekt haben und bin dabei völlig falsch gelaufen gekommen jetzt. Muss ich mal hier eben. Da. Du kannst mich mal. Und du auch. Heute ist die Macht mit uns. Hervorragende Arbeit. Perfekt. Wie kommt ihr denn in dieses Sammelobjekt? Versorgungskapsel ist unterwegs. Unsere Scanner empfangen. Wo ist es denn jetzt hin? Rück zu ihr Vorläufig. Ich werde bestimmt nicht noch einmal hier sterben. So. Berge die Kapsel. Bald gehört die Rettungskapsel der Allianz. Ach so, und für die Taijäger. Oh. Alle Mann auf Gefechtsstation, da kommen sie. Ach guck. Hallo. Ja, den Bomber hole ich mir gleich. Ah, was? Da, den will ich haben. Was auch immer das bringt. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass die Kapsel noch aufgeht. Das wäre prima. Hilfe! Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Na komm, spuck was aus. Ein Orbitalangriff. Wie unnötig. Ich werde aus dem Orbit angegriffen und erhalte einen Orbitalangriff. Ach, es ist so schön. Ich muss mal in das Türmchen. Ach ja. So, na, wo ist er denn? Kann ich auch? Interner? Nein. Ah, da. Ich habe mich nie daran gewöhnt, dass ich hier nicht mehr gedrückt halten kann. Wo bist du denn? Na, komm her. Komm schon. Komm, du Papa. Das ist doch eh nur den Hangar, du Sack. Na, 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 na. Oh, yeah. Beeindruckend. Laut unserer Scanner kommen aber noch weitere imperiale Einheiten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein E-Web. Gehen wir mal hier hoch. So. Wo sind sie denn? Das war der Schuss, glaube ich, total verschwendet. Oh, guck mal. Von da hinten kommen wir noch weg. Und ich muss aus diesem Fenster raus, das geht so gar nicht. Ja, alle, die mit mir Imperial Assault gespielt haben, wissen jetzt, wie man sich fühlt, wenn man von so einem Teil getroffen wird. Ah, Mann, ey. Und die Suchdruiden kennen wir auch zur Genüge. Freunde. Gute Nacht, Freunde. So. Das war der letzte. Prima. Hat jetzt natürlich ultra viel gebracht hier mit dem Dings. Muss man eben hier noch so ein Teil holen. Schauen, was es ist. Ah, guck mal, eine Smart Rocket. Was haben die Säcke auch noch? Scharfschütze hier. Scharfschütze. Scharfschützen.
Scharfschützen. Scharfschützen. 5 plus Gegner. Patsch, patsch. Wo? Ah, da. Wo bin ich denn jetzt hier, Mann? Na, weg. Hey, kaputt. Ja, kaputt. Kaputt. Oh, Freunde der Sonne. Schön, schön. Schön, schön, schön. Ach, guck mal da. Perfekt. Perfekt. Zu schön. Oh, guck mal da, ein Leben. Ja, möglich. Ich hätte aber gerne dieses Leben. Ja, sehr schön. Ja, es ist, mag alles sein. Wie schön, dass ich gerade eine Smart Rocket gefunden habe. Ah, so, wir machen mal die Kiste hier auf. Wir sichern die Rettungskapsel. Mann, kümmere ich vielleicht doch erstmal um andere Dinge. So um Eimerköpfe hier zum Beispiel. Nein! Ihr Säcke. Nein, ich kapituliere nicht. Ja, ist ja gut. Hallo, hallo, hallo. Ah. Ich kann nochmal einen anderen Posten suchen. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt hält mir es aber leider immer noch nicht hier den Kollegen Tai vom Hals. Und natürlich ein Orbitalangriff. Was will ich denn hier mit Orbitalangriffen? Freunde. Schießt hier noch auf mich. Sehe hier gar keinen. Mensch. Ich will das Remi nennen. Die imperialen Truppen haben die Oberhand, aber noch können sie das Blatt wenden. Wo haben die denn bitte Oberhand hier? Akbar, was siehst du? Und vor allem wo und warum? Na, guck mal da. Zum Feiern ist keine Zeit. Da kommen noch mehr Gegner. Ja, ich habe es befürchtet. Oh, ein Leben. Komme ich da hoch? Mit dem Jump? Bestimmt. Komm, gib mir einen Jump. Jump. Jump Jet. Mache dann. Mach mich an! Nein! Ja, mein Gott, dann seien die halt in meinem Bereich. Was? Wieso haben die Säcke jetzt hier noch Schilde? So habe ich nicht gewettet, Freunde. So haben wir nicht gewettet, meine kleinen monochromen Freunde. Ich glaube, ich gönne mir mal so einen Turbolaserturm hier. Was bestimmt total untertrieben ist. Hier so ein Stupfer mit dem Turbolaser wegholzen. Und was haben wir hier? Oh, ein Fahrzeuggeschütz. Ja. Ich positioniere das mal hier. Automatisierte Verteidigung.
Und jetzt gehe ich mir mal direkt das nächste Power abholen. Ah! So, was haben wir hier? Noch ein Fahrzeuggeschütz. Hoffentlich ist das Alte jetzt nicht kaputt gegangen. Das wäre total schade. Ist es aber. Was ein Scheiß. Du Sack. Komm, geh aus. Oma, warum auch immer. Irgendjemand schreibt mich an. Ich bin völlig beschäftigt gerade. Es geht doch nicht. So, noch einer. Stünde direkt vom Turbolaserrohr, aber... Okay. Haben wir noch einen? Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgeworfen. Ja, wo? Wo zeigt mich? Ach, da hinten. Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Dann auch noch da hinten. Juhu! Alle Mann auf ihre Posten! Und für Welle 9. Welle 9 von 15. Das ist total uncool, so ein AT-ST. Und die sind noch viel uncooler. Erfasse! Ja, also die Fassung, die hat sich schon bezahlt gemacht, da irgendwie zu stellen. Ja. Was ist das denn hier? Au! Nein! Meine Kapsel, meine Kapsel! Wir erobern die Rettungskapsel! So. Trist mich doch nicht! Kann ich hier fassen? Jo. Ah, schade, oder doch nicht. Ah, hihahaha! Jetzt mach auf das Scheiß-Teil! Das sind doch nur die zwei Teils. Visier an! Und schieß! Hol ihn dir! Jetzt hoffen wir, dass irgendwas Schönes drin ist für Anti-Air. Terpenhalbloder! Ach du Scheiße! Na, dann halt auf die altmodische Tour. Ich werde Stunden brauchen, bis ich mit diesem Jetpack zurechtkomme. Ich fand es ja schon im ursprünglichen Battlefront 2 schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber da war es ja noch okay. Und rein in den Turm. So. Na, na. Natürlich, gerade wenn der schöne Schuss im Schusskegel ist. Bad. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mich. Ich muss auch wieder umdrehen. Pomp, 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 pomp. Na, komm her. Komm. Komm schon. Ach ja, wie schön ist das denn? Bereit halten für nächste Angriffswelle. Ein Leben. Nein, die Konsole wollte ich jetzt definitiv nicht öffnen. Sie sind gleich in Reichweite unserer Scanner. Elite Schattentruppen nähern sich ihrer Position. Ach Gott, Shadow Troopers. Ja. Ne Flügscher, die mal gucken. Ja, schmier ab, du scheiß Bombe. Das war sehr unnötig. Na? Mann, jetzt lad nach. Wobei, nachladen gibt's ja in dem Fall nicht, sondern kühl ab heißt das in dem Fall. Ja, noch nicht. Ich habe noch 5 Wellen vor mir.
Und was ist es? Eine intelligente Rakete. Schön. Ich hätte schon fast mit einem Orbitalbombardement gerechnet, wie es eigentlich immer passiert, wenn man was anderes braucht. Renn! Renn, du Sau! Aua! Was haben wir denn da? Oh, guck mal da. Säcke mit Schilden. Und kaum getroffen. Alles klar. Alles klar. Och, Mann, oh. Das wäre jetzt auch sehr unnötig. Was war das? Ich kann gar nichts sehen. Aber immer noch ein Gegner besiegt. Ja, gut. Schattentruppler. Kumpel, das war total unfreundlich von dir. Ich werde mal was anderes nehmen. Ich werde mal, dieses nette Teil hier ausprobieren. Es ist noch nicht zu spät, das Blatt zu wenden. Es ist nie zu spät. Schon gar nicht für mich. Ah ja, Salven finde ich cool. Und Jetpacks anscheinend nicht. Kann ich anvisieren? Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Okay, kann ich nicht. Na, komm schon, komm schon. Ja. Leute, das ist nicht schön, nicht gut und nicht freundlich von euch. Es geht doch einfach kaputt. Na, wo ist er denn da? So. Uhahaha. So, wo sind sie denn? Die Kollegen. Kollegen Helmchen. Muss irgendwo einer sein. Wummer. Oh, falsche Richtung. Toll, 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 toll. Super. Ich sehe nichts. Wenig bis gar nichts. Das war aber schon arschknapp, möchte ich mal so anmerken. Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgesetzt. Wo ist die Kapsel hingekommen oder wo kommen sie? Natürlich. Ganz klar. Kam ich da nicht gerade her? Wieso war das so klar? Imperiale Einheiten im Kampfgebiet. AT-ST mit schwerer Artillerie. Ja, ist auch okay. Den kann ich nicht erfassen, aber den. Aber erstmal weg hier. Ja, es ist gut jetzt. Ich weiß es, ich kann aber nichts machen. So, ich muss erstmal hier die Kollegen eliminieren. Wobei der Blaster echt cool ist. Ah. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Verkackte Teiljäger. Hab ich das Ding nicht aufgesammelt? Na komm, Bär. Menschenskinder. Die letzten beiden Teils werde ich auch wohl noch kriegen, oder? Sieht lustig aus, das Teil. Das ist was von einem alten. Von einem alten Revolvergewehr. Ich finde nur, dass sich der Hahn da hinten dran bewegt. Ah. Meine Lieben, das gefällt mir nicht. Gib mir was. Schönes. Und eine Blasterkanone.
Warum? Hey, ich habe mal einen Sprung hingekriegt. Nein. So, war mal euch denn? Bist du einer? Nein, du bist keiner. Von Reds komplett einer. Batsch, 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 batsch. Sehr schön. Der sitzt da. Batsch, 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 batsch. Muss mir eben ganz schnell hier raus. Der hätte nämlich sonst mal einen Turbolesertürmchen platt gemacht. Ach, guck mal, der steht wieder. Wie schön. Form schön. Sit, na, wo ist er? Rechte Seite. Doch nicht rechte Seite. Du da. Du Sausack. Dankeschön. Bleiben Sie wachsam. Der Feind bereitet noch einen Angriff. Ja, lass mal, lass mal. Oh, guck mal, Leben. Was sehen wir denn da? Ein E-Web-Geschütz. Das ist sehr schön. Ein schönes E-Web-Geschütz. Ein extra Leben. Ja. Bömmchen. Na? Ich weiß, es ist total fies, sich einfach hier zu verstecken und einfach mit dem E-Web-Geschütz zu lauern. Das Ding macht einfach übelsten Schaden. Sorry, Kumpel, aber du wolltest es ja nicht anders. Oma, ey. Wollen wir nicht vielleicht mit ein bisschen Diplomatie an die ganze Sache herangehen? Na, wo ist er denn? Schön, danke. Nein, machen wir nächste Welle. Ja, ist okay. Schön und gut. Alle mal bereit machen. Ja, bin bereit. Bin sowieso immer bereit. Huhu, yeah. Ich stehe auf einer Kiste oder einem was auch immer. Ich weiß es nicht. Völlig exponiert und jeder kann auf mich schießen, wer denn hier wäre. Oha, Freunde. Das ist eng. Viel zu viele Menschen. Mann, ich schieß schon, so. So, einen nach dem anderen. Nehmen wir mal wieder. Ach, guck mal da, wer haben wir denn da? Ah, geht kaputt. Und ich muss sagen, es sieht einfach richtig knallegeil aus. Die Truppler in oder auf Solos in die Manga zu erschießen haben. Ach, es ist schon echt. Macht schon echt Bock, muss ich jetzt so mal anmerken. An alle, die es euch noch nicht geholt habt. Das ist, ihr verpasst was. Fühlt sich einfach wunderbar an. Unsere Scanner zeigen eine weitere Welle an. Unsere Scanner haben einen schweren ATST geortet. Feind erfasst dich, bitte. Feind kann mich nicht erfassen. Alter, zerdengeln? Ja, brauche ich Stunden für, bis ich den damit platt hab. Da brauche ich ja Stunden mit.
Also, komm, erfasse ihn jetzt eben. Quatsch, hau raus. Hab ich da noch nicht eh gedrückt an dem Teil? Hunde. Wollt ihr ewig leben? Kaputt. Kaputt. Letzte Welle, ne? Wenn wir alles entgegenschmeißen, was wir haben. Und ein Teiljäger, natürlich. Wie konnte es anders sein? Ich werde also gleich wieder ganz elegant in den Turbolaser-Turm hüpfen. Wenn ich denn was aus hier rauskomme. Vielleicht hab. Aha, da steht ja noch einer. Na. Mach auf jetzt. Mach auf. Gehst du wohl auf? Sei eine gute Kapsel und geh jetzt auf. Ich sagte jetzt. Infanteriegeschütz. Infanterie gerade abgewehrt. Und was kriege ich? Infanteriegeschütz. Schön. Wunderprächtig. Na. Hilfe. Fahrzeuggeschütz. Das ist schöner. Wo steht er denn? Ups. Flutsch. Aha, hahaha, aha, Annäherungsbombe. Das sind all die Dinge, die ich früher hätte gebrauchen können. Um hier irgendwelche Hinterhalte zu legen. Aber in dem Fall, will ich das Spiel, glaube ich, mobben. Aber wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. Muss mich doch noch gar nicht mobben. Hast noch gar keinen Grund zu. Fetz, fetz, fetz. Das war gute Arbeit mit den Plänen. Doch der Preis dafür war hoch. Wir nehmen jetzt Kurs auf Solus. Ja, okay. Ja. Wir müssen hier verschwinden. Hat irgendjemand ein Taxi bestellt? Ja, cool. Das, ja, das bockt tatsächlich auch ein bisschen. 250 Belohnung, okay, und finde alle Bergsobjekte. Okay, nö, hab ich jetzt nicht. Ja, gut. Schön. Schön, schön. 250 Quer schon mal verdient. Gucken, was ich damit machen kann, weil irgendwas kann man damit kaufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal ein Neunchen dranhängen soll oder. Noch mal irgendwie einen kleinen Kampf. Ich denke, dass ich das tun werde. Einfach weil. Season Pass. Mhm. Sammeln. Freischaltungen. Diorama. Nee, wir kennen Diorama. So, sammle Credits. Neo spielt investiere deine Credits in Blaster, Sternkarten, Anpassungsobjekte. Ja, okay. Ich glaube, wir können mal ein bisschen anpassen jetzt hier noch. Blaster. Was haben wir denn? Guck mal, Anfang da. Den finde ich ja tatsächlich mit am coolsten, den E11. Der war auch cool, der EE3. Also es gibt schon einige schicke Sachen hier. Aber was hat man denn da an Standardwaffe? Alter Falter, was es hier nicht alles gibt. Bin schockiert. Oh, das Gewehr ist ein bisschen hochgeschoben worden. Das gab es in der Beta-Abrang 5. Man hat wohl festgestellt, dass es nicht so super funktioniert. Also. Oder richtig gut funktioniert. Was ist das denn hier? Das sind ja sehr interessante. Also so sehr interessante Dinge. Muss ich mich mal irgendwann komplett durchklicken. Alter Falter. Ja. Ich denke. So, Menschhelm, Mensch Bob, Mensch Karl. Pferdeschwanz, okay. Mensch langer Bob. Das sieht scheiße aus.
Mensch 2 Helm. Kann sogar drehen. Hm? Mensch 2 Helm Bart. Kurzzeichen, Alter. Dass man sich in einem Online-Shooter oder dass man sich in einem Shooter anfassen kann, finde ich sehr, ja. Ich meine, es hat irgendwie was. Das ist doch die Frisur von Prinzessin Leia, oder? Hier sind echt komische Viecher bei. Warum die alle noch einen Bart dazu haben? Frag mich bitte nicht. Mensch 5, Alter. Das geht so gar nicht klar. Der hat ein bisschen was von Max Payne. Mensch, wie viele gibt's denn hier? Einen Schwarzen kann man auch spielen, man möchte ja ethnisch korrekt sein. Ich nehme an, man kann einfach mal so 10. Mensch 10, ja. Er sieht aber auch ziemlich alt aus, der gute Mann. Oh ja. Was? Noch mehr? Noch mehr? Alter Falter. Die sehen ja noch älter aus. Ach du Scheiße. Ja. Ein Sulustaner und ein Duros, was den alles gibt. Rodianer. Handshot first. Zabrak, die kann man auch bei Old Republic online spielen. Ishitip, was sind das denn für Viecher? Die habe ich ja noch nie gesehen. Quochen, oh, okay, die kenne ich schon. Twi'lek, ja. Okay. Imperium. Sturmtruppler, männlich, Sturmtruppler, weiblich. Finde bitte irgendjemand in diesem Bild den Unterschied. Ja, okay, die Arme sind hier ein bisschen breiter und der Gürtel sitzt. Und Sturmtruppen auch spielbar jetzt mittlerweile ohne Helm. Okay. Das ist die gleiche Viecher, wie man dann auch da spielen konnte bei den Rebellen. Und das ist ja crank. Das ist echt crank, Freunde. Ich finde cool, wenn man seine Panzerung anpassen könnte. Das wäre echt cool. Haben wir irgendwelche Sonderdinger? Weil wenn das die ganzen Menschen sind, dann kennen wir die ja schon. Scout-Truppler. Jo. Schattentruppler. Kann man auch wählen. Schwatt. Wobei ich finde eigentlich den Start Menschen ziemlich cool. Fauststoß. Jo. Emotes. Cool. Kannst du den nochmal machen? Yay, yeah, cool. Mieses Gefühl. Ja, ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und das als Sturmtruppler. Schock. Na los. Alter. Gestanken. Oh, meine Güte. Ach du liebe Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. So sitze ich hier auch gerade ungefähr. Oh Gott. Warum? Warum macht man das? Alter Falter. Ja, gut. Ich werde jetzt nichts mehr spielen. Ich werde jetzt absolut nichts mehr spielen. Oder habt ihr was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ja, prima. Prima, prima. Das war das wunderbare neue Star Wars Battlefront. Ich werde mich da jetzt in näherer Zukunft nochmal drin einarbeiten und da noch ein bisschen was dran machen. Ein bisschen weiterspielen. Und ja, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das hier sehen. Ganz sicher. Ich werde das nicht schon mal um. Während das kann ich mich ja schon mal verabschieden. Wir sehen uns ganz normal weiter bei den
nächsten Videos. Wenn es hier wieder heißt, der Countdown läuft. Oder auch andere Sachen. Okay. Beenden wir mal. Ja, gut. Also wenn es demnächst wieder heißt, der Countdown läuft, dann geht es hier weiter. Also hier, in genau hier. Und wenn es das nicht heißt, gibt es halt irgendwas anderes. Zum Beispiel XCOM. Jetzt pfeif mich doch nicht so an hier, R2. Und ja. Und ja. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, die anderen beiden Spiele, Crysis und Mass Effect, irgendwann gibt die auch nochmal. Ich habe sie nicht vergessen. Aber jetzt gerade bin ich ein bisschen beschäftigt und habe nur Zeit, um immer ein Spiel aufzunehmen. Und nicht die Kapazitäten, um mich auf viele Sachen gleichzeitig zu konzentrieren und daraus eine regelmäßige Sache zu machen. Und da XCOM einfach tatsächlich mit am besten ankam, habe ich mich in dem Fall dann für XCOM entschieden. Wie es jetzt weiterläuft. Und der Countdown wird tatsächlich auch wunderbar angenommen. Ach ja, ich freue mir einen Riesen noch in den Bauch, einfach weil dieses Spiel jetzt hier gerade vor mir steht und ich das Spiel hier gerade. Ach, es ist so schön. Ja, gut. Den ersten Kontakt hatten wir jetzt schon hinter uns, ne? Und wir werden mal gucken, was dieses Spiel hier noch für uns bereithält. Und ja, das würde ich sagen, war es dann für jetzt, für heute von Star Wars Battlefront. Das neue von EA, ich weiß nicht, wie heißt es jetzt offiziell? Star Wars Battlefront einfach nur? Oder Star Wars Battlefront EA, so wie es da auf dem Ding steht? Ich hab keine Ahnung. Ich sag einfach mal Star Wars Battlefront. Gut. Nachdem ich das mit mir selbst geklärt habe, verabschiede ich mich. So, relativ simpel. Machen wir es kurz und schmerzlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.